Arkan Serbest startet erneut ein Charity-Projekt. Bereits im vergangenen Jahr betreute der Austria Eigenbauspieler zwei erfolgreiche Projekte. Zunächst rief er zur Sammlung von alten Elektronikgeräten auf, die für bedürftige Familien instand gesetzt wurden. Später unterstützte er Austria Fentamara, die binnen kurzer Zeit erblindet ist. Nun startet er gemeinsam mit der Wiener Austria die Unterstützung für das Projekt Max und Lara. Genau, da geht es darum, dass Kinder also in Armutsfamilien aufwachsen und nicht so viel Kontakt mit anderen Kindern haben, beziehungsweise die Sachen unternehmen wie Kino oder ins Stadion gehen oder ins Theater gehen, und da würde ich gerne wieder ein Projekt aufrufen und das unterstützen. Max und Lara ist unser großes Teilhabeprojekt und wir sind der Wiener Austria sehr dankbar, dass sie die Zusammenarbeit mit uns wieder fortführt. Es geht darum, um Kindern, die vom Schicksal zweimal geschlagen wurden, Armut und Krankheit einfach zu unterstützen. Auf meiner Instagram-Seite werde ich wieder etwas posten und auf meiner Facebook-Seite, und ja, wie bei den letzten Projekten, natürlich Spenden einsammeln und die Kinder auf die Spiele einladen zu uns ins neue Stadion, beziehungsweise Autogrammstunden geben mit meinen Kollegen. Das Schlimmste, was es gibt, ist, dass viele dieser Kinder seelisch darunter leiden und das Gefühl haben, ich bin weniger wert als andere Kinder. Und mit diesem Gefühl wachsen sie auf, und das bedeutet aber, dass es für den Rest ihres Lebens bleibt. Das heißt, uns geht es in diesem Projekt Max und Lara gemeinsam mit der Wiener Austria Chancen geben, Spaß haben, teilnehmen am Leben, das alles machen können, was Kinder machen wollen. Blödsinn, Unfug anstellen, Fußball spielen, Kino gehen, Popcorn essen, Eis essen. Einfach Spaß haben, und das wollen wir mit der Austria gemeinsam diesen Kindern wiedergeben. Weil ich einfach selber von klein auf so ein bisschen nicht immer das gehabt habe, was ich wollte. Und ich denke einfach, das gehört auch zum Profisein dazu, dass man auch Kindern glücklich macht. Und ja, wenn ich dann ein paar Kinder glücklich mache und ein Lächeln sehe, geht es mir natürlich auch besser. Wir brauchen Geld, damit wir die Aktivitäten machen können. Das heißt, das eine ist, die Austria öffnet das Stadion und sagt, kommt, ihr könnt zu unseren Spielen kommen und kommt mit euren Eltern. Aber die ganze Organisation, die Kinder abholen, die Kinder herbringen, die Kinder versorgen, braucht Geld. Wir haben auch eine ganz große Zusammenarbeit mit der Universitätskinderklinik, wo wir besonders Kinder, die krank sind und die es so nicht schaffen würden, zum Beispiel mit speziellen Transporten oder mit Behinderungen, dann in das Stadion der Wiener Austria bringen, die sitzen das erste Mal in ihrem Leben und sehen so ein Spiel. Ich habe es gemacht beim Eishockey, manchmal im Rollstuhl. Denen rinnen die Tränen runter. Insofern brauchen wir die Austria, die sagt, wir unterstützen euch, aber wir brauchen das Fan. Jeder, der uns sieht und sagt, da bin ich gern bereit, Geld zu spenden, das ist alles streng gemeinnützig. Und alle, die hier mitarbeiten, arbeiten freiwillig mit und verlangen kein Honorar, sodass wirklich der Euro, der gespendet wird, kommt genau den Kindern zugute. Da wird nicht einmal ein Cent abgezogen. Alle Infos zu Max und Lara findet ihr auf der offiziellen Facebook-Seite von Tarkan Serbest sowie auf unserer Website www.fk-austria.at.